Nachdem wir uns die letzten Wochen mit verschiedenen Riffs auf der tiefen E-Seite beschäftigt haben, ist jetzt endlich mal der Zeitpunkt gekommen, diese Riffs zu einem Song zusammenzusetzen. Ich hoffe, du hast die Riffs alle flüssig drauf, weil jetzt wird es gleich nochmal ein bisschen schneller. Ich spiele diesen Song jetzt mal vor. In dem runterladbaren PDF zu dieser Unterrichtsstunde steht haargenau die Reihenfolge der Riffs und wie häufig sie gespielt werden müssen. Und eine gute Idee ist, dass du vielleicht den Song erstmal anhörst und mal die Form mitliest auf dem PDF. Und ja, und hinterher geht es dann darum, die Geschwindigkeit ein bisschen anzuziehen und locker mitzuspielen. Ja. Ich würde sagen, ich wäre soweit und dann geht's jetzt direkt mal los. Das waren also die Riffs der letzten Wochen zusammengefasst zu einem Song. Vielleicht ist dir eins aufgefallen. Ich spiele häufig Teile der Riffs etwas abgestoppt. Das bedeutet, ich lege meine Handkante der rechten Hand auf die tiefe E-Seite und stoppe die Seite so ein bisschen ab. Das ist so eine Zone hier zwischen, na, sagen wir mal, zwischen der Brücke und dem Tonabnehmer. Und je weiter ich die Hand in diese Richtung bewege, also in Richtung Hals, je abgestoppter wird der Klang. Also wenn ich...
was ich dann mache, ist, um so ein bisschen Dynamik in die Riffs zu bekommen, ist, dass ich immer, wenn Bewegung im Riff ist, also dass ich da relativ stark abstoppe. Und die letzte Note, die länger klingt, die öffne ich dann, indem ich die Handkante wieder hochnehme und die Note ganz normal anschlage. Also ein bisschen aggressiver spielen. Und wenn man mit der Handkante hinten die Saite abstoppt, wird der Sound ein bisschen härter. Man kann auch stärker und härter anschlagen. Also wenn ich jetzt mit derselben Stärke eine offene Saite anschlagen würde, klingt gar nicht gut. Auch hier. Ist ganz wichtig, also immer wenn Bewegung im Riff ist, lege ich die Handkante auf. Und wenn die letzte Note so ein bisschen offener klingen soll, nehme ich die Handkante wieder runter. Ja, das wäre eigentlich das, was mir zu diesem Song noch einfallen würde. Ich hoffe, du hast Spaß damit. Ist nicht ganz so einfach. Und naja, das schließt unseren ersten kleinen Block zum Thema Rockriffs entlang einer Saite ab. Und in der nächsten Woche werden wir uns einem ganz anderen Thema widmen, nämlich dem guten alten Blues. Viel Spaß beim Üben, schöne Grüße an die Mama, bis bald.